Ja, guten Morgen zusammen. Wir durften gerade Zeuge der mexikanischen, ja, Art und Weise werden, wie man hier mit Müll umgeht. Wir stehen ja hier wirklich in der Wüste und da ist gerade vorher ein Auto vorgefahren und der hat einfach mal 5 Tonnen Müll hier einfach zwischen die Bäume gekippt und angezündet. Guckt euch das an. Es ist halt wirklich ganz viel trockenes Gras rundherum und ja, das könnte hier einen schönen großen Wald, also großen Brand geben, so einen Steppenbrand oder so. Deswegen, André versucht das jetzt zu löschen mit dem Wasser, was wir haben. Haben halt leider auch nicht viel dabei, aber ein bisschen. Guckt euch das an. Reicht nicht da. Guck mal, es brennt weiter. Ja, ich denke, größte Gefahr ist gebannt. Ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass sie das hier machen. Also man sieht da drunter ist überall verbrannter Müll. Ja, da war schon jede Also wird Menge es Müll. wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass sie es machen. Naja. Es war nur echt gerade so krass, das zu beobachten. Also wir haben halt gehört, dass ein Auto vorfährt. Und dann habe ich rausgeguckt und dann habe ich gesehen, wie der da anfängt, seinen Müll rauszukippen. Und ja, unsere Spanischkenntnisse sind leider sehr begrenzt, um jetzt da irgendwelche Einwände auf Spanisch vorbringen zu können. Und dann nicht einmal darauf zu achten, was mit dem Feuer passiert, weil da rundherum ist wirklich alles trockenes Gras. Und ja, wenn das mal überspringt, na dann gute Nacht hier. Ne? Und dann würde es unserem Freund Itzi Bitsi Spider schlechter gehen. Und nicht nur die. So, wir haben jetzt gute 25 Liter Wasser drüber hergekippt. Das Feuer ist größtenteils aus. Allerdings fahren wir jetzt auch weg, weil wir haben auch keine Lust, dass es am Ende heißt, dass wir es waren, falls hier Polizei oder sonst jemand auftaucht. Es wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen vor sich hinschwelen, weil es ist halt Kunststoff, der da brennt. Aber ich glaube, die Brandgefahr, die akute Brandgefahr für die Umgebung ist auf jeden Fall erstmal ja, beseitigt. Den Schmutz fängt tatsächlich auch gefunden, und zwar ist es das weiße Auto, das da steht. Ja, sieht Also. so aus, als ob der noch mehr auflädt gerade. Ja. Naja, dann hoffen wir mal, dass der es wenigstens im Auge behält, das Feuer. Ja. Hi, wir sind Daisy und André. Seit Oktober 2022 reisen wir mit unserem selbst ausgebauten Campervan Elmo durch Nordamerika. Aktuell befinden wir uns in Mexiko, genauer gesagt in Baja California. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserer Reise begleitet. Viel Spaß mit dem Video. Wo sind wir jetzt angekommen? In El Sargente? So, wir sind endlich wieder an der Küste, auf dem Weg zu Freunden von uns, die wohl etwas weiter oben an heißen Quellen stehen sollen, am Strand. Es ist sehr windig, es sind sehr, sehr viele Kitesurfer draußen, es scheint hier so ein Kitesurf-Mekka zu sein. Allerdings ist die Straße, ja, wie ihr seht, keine richtige Straße mehr, deswegen werden wir jetzt mal etwas Luft von den Reifen ablassen, dass es ein bisschen angenehmer ist für unser Auto. Wir sind unserem Plätzchen für die Nacht angekommen. Hinter mir seht ihr auch das Auto stehen. Mal wieder super schön
direkt am Meer. Tatsächlich schützt uns der Berg hier auch ein bisschen vorm Wind, das ist ganz angenehm. Ja, die anderen sind schon losspaziert, sich die Gegend hier ein bisschen anschauen. Und ich werde jetzt mal schauen, ob ich sie finden kann. Like five. Oh yeah. And then it comes out. It comes out of that hole. It's got like its that's like its mouth and its butt. So, wir haben jetzt diesen, was scheint ein Weg zu sein, gefunden. Schauen wir mal, wo der uns hinführt. So, wir sind wieder zurück am Auto und da hinten hinter mir scheint es heiße Quellen zu geben. Allerdings steht die Tide gerade ein bisschen sehr hoch, sodass die ganzen Pools überschwemmt sind. Da wir eh den ganzen Abend hier verbringen werden, oder jetzt die ganze Nacht, werden wir das, denke ich, später mal auschecken. Das war unser Spot für die Nacht und die Tide Pools haben wir leider verpasst. Ja, leider funktioniert nur an einem bestimmten Zeitpunkt am Tag und ja, den haben wir leider nicht erwischt. Das ist nämlich irgendwie am Mittag, frühen Nachmittag und da wir heute aber noch ein bisschen Strecke machen wollen, müssen wir jetzt leider weiter. Ja, wir treffen die anderen in Cabo Pulmo und da müssen wir hin. Also müssen tun wir gar nichts, aber da wollen wir hin, weil deren Zeit ist ein bisschen begrenzt und ja, deswegen no tide pools for us. So, wir haben noch einen kurzen Zwischenstopp gemacht, denn wir brauchen mal wieder Wasser. Und hier in Mexiko ist es so, dass wir das Wasser halt ja, desinfiziert haben müssen. Wir können es nicht einfach aus irgendeiner Leitung nehmen, deswegen müssen wir zu einem Aqua Purificada. Wie dem hier. Diesmal haben wir sogar Glück, denn die bieten sogar einen Schlauch an, sodass wir nicht ja, die ganzen kleinen Behälter immer umfüllen müssen. So ist wieder voll. So, wir haben alles erledigt, Wasser wieder aufgefüllt etc. Aber noch kurz Kleinigkeit einkaufen. Und jetzt geht's Richtung Nationalpark, circa 2 Stunden südlich von hier ist der Cabo Pulmo. Der soll super schön sein zum Schnorcheln etc. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen brechen wir jetzt mal auf. André hat mit ein bisschen mehr Dirt Road gerechnet. Ist aber nicht der Fall, deswegen muss er jetzt die Reifen wieder aufpumpen. Hehehehe
Ja, an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Ed, der uns den Tipp mit dem Deflator und dem Kompressor gegeben hat. Das hat uns tatsächlich direkt am ersten Strand in Mexiko den Arsch gerettet, weil wir dort stecken geblieben sind. Und als wir die Luft abgelassen haben, ging es dann wirklich gut weiter. André drückt die ganze Zeit den Warnblinker. Ja. Weil hier immer irgendwas ist. Entweder fehlt die halbe Straße. Oder sind irgendwelche Tiere auf der Straße. Ja. Oder es ist mal eine Kuh auf der Straße. Oder ein Ziegen. Ja. Hunde. Hunde. Und wurde übrigens, also. Steine. Ups, hier. Viel zu schnell. Das kann ich gar nicht so schnell filmen. Entschuldigung, dass die Straße nicht auf dich wartet. Sorry. Es wird übrigens empfohlen, in Mexiko nicht in der Nacht zu fahren. Und wir dachten immer, das hat was mit den Überfällen zu tun. Und ja, das sicherlich auch. Aber der Hauptgrund, nicht in der Nacht zu fahren, sind die Kühe. Ja, dass du keine Kuh über den Haufen fährst ja. Und dann einen Unfall machst. Ja, die Halbstraße. Da sehen wir noch ein Stückchen. Ja, die Straße hier ist ein bisschen interesting. Irgendwo im Nirgendwo ist dann auf einmal die Straße zu Ende. Ja, das war's mit der asphaltierten Straße. Die letzten 10 Kilometer sind wohl Schotterpiste. Wie sagt's euch in dem Auto? Hört sich's an, als ob uns gleich die ganzen Schränke runterfallen. So, lassen wir mal wieder ein bisschen Luft runter, damit es ein bisschen angenehmer ist zum Fahren. No me molesta nada, no me choca, que lo de nosotros muy discreto. No me ofendas, mami, te equivocas, pidiéndome algo más concreto. No me molesta nada, no me choca. Que nada más que sale mentira de tu boca. No, no me molesta nada, no me choca. Quizás es que el dolor te provoca. Y sé bien que te vuelve loca. Que a mí mismo voy a ser fiel. Te ves todo lo demás, se desenfoca. Como un diamante de Cartier. Pero aprender que a mí nadie me controla. Te dejo un gusto de hiel. No me molesta nada, no me choca. Wir haben es zu unserem Spot geschafft und unsere Freunde Rachel und Andrew sind auch schon hier. Genau, die versuchen sich gerade zu leveln. Und ja, der Spot ist super, super schön und ich zeige euch jetzt mal die Aussicht. Guckt euch das mal an. Ist das nicht atemberaubend schön? Hier werden wir auf jeden Fall ein paar Tage stehen bleiben. Und ja, es kommen noch ein paar andere Freunde. Und desto mehr, desto besser. Lässt sich, denk mal, ganz gut aushalten hier. Can you do like just that much more? I can, but what if I roll forward again? Shit! Yeah. Woo! Yeah, no shaking!
wievielte Mal auf dieser Reise, dass wir die Markise rausholen? Ich glaube, das erste Mal. Nee, die ist, glaube ich, das zweite Mal sogar. In Kanada. Ich glaube, in Amerika hatten wir die nie draußen. So, das ist der Spot hier. Hier passen auf jeden Fall noch ein paar Autos hin. So, Rachel just made a new friend. Yeah, a friend. So, how do you want to call him? We were just talking about that. So the other is called, there's Bruno. We're talking about Taco. Welcome party. Woohoo! We waited all day for you! Mehr Freunde kommen an. Super geil. Die Gruppe wird immer größer. So, unsere Gruppe ist jetzt ein bisschen größer geworden. Pat und Madison haben uns gejoint und Ramses. Und wir stehen hier wirklich an einem sehr, sehr schönen Fleckchen. So viele Camper rund um uns herum. Ja, so, wir haben gerade Dinner gemacht. Bei uns gibt es Fries mit Avocado-Mayo. Bei unseren Nachbarn gibt es Chili Sin Carne. Und die anderen sind ganz fancy, die machen Shrimp Curry. Und ja, die anderen kochen nur, wir sind schon fertig. Deswegen, wir essen jetzt schon mal. Und später gibt es ein gemütliches Feuer und da setzen wir uns dann alle zusammen. Mahlzeit! Beach Day Today! Wir sind im Nationalpark. Heute Morgen reingefahren und schaut euch das Wasser bitte mal an. Ist das nicht geil? Das ist hier der perfekte Schnorchelspot und ja. Ich würde sagen, wir ziehen unsere Schnorchelsachen an und los geht's. So, los geht's. Schaut euch die Hunde an. Get behind, like where Rachel's standing. Yeah, this is a good view. Oh, perfect. Wir haben einen Meerjungmann-Hund und einen Turtle-Hund, einen Schildkrötenhund. So, das war jetzt unser Beach Day. Und jetzt fahren wir zu unserem Spot für die Nacht. Ist nur 10 Minuten entfernt, nein, aber es wird eine bumpy ride. Wait. Check das mal aus. Da haben wir einiges an Schlaglöchern.
Aber unser Elmo gibt alles und der schafft es. Und in unserem Spot angekommen, direkt mal eingegraben. Juhu! Aber zum Glück sind hier genügend Leute, die uns hoffentlich aus der Patsche helfen können. Da, hier kommt doch schon Pat und hilft uns. Und Ramses wants to help too. Ja, André, willst du was sagen? Was soll ich sagen? Ganz stark. Ade. Ganz stark. Ja, das one. Yeah, I think. Ja, das. This is how you get someone unstuck. Five people watches one person shovel. Well, I learned from construction workers. And these are our friends helping. Here it is. Probably gonna candy. Oh. Tja, wir waren schon auf gutem Weg raus und dann haben wir uns direkt wieder eingebuddelt. Läuft. We're just eating candy. Und wenn es so ausschaut, als würde ich da nur rumstehen, ich habe oben mitgeholfen beim Schaufeln. Würde ich nur gerne kurz erwähnen. André lässt jetzt nochmal Luft raus. So. Yeah, once you get out, it'll be all good. Don't worry about it. Ja, wir haben uns gut eingebuddelt und so wie es ausschaut, kommen wir, ohne dass uns jetzt jemand rauszieht, hier nicht mehr raus. Deswegen, wir haben da vorne einen sehr netten Herrn gefragt, der kommt jetzt auch schon angefahren mit seinem Truck und der ist so nett und zieht uns hier raus. Hier kommt unser Helfer. Yes. André, fingers crossed. Let's do this. Woo! Yay! Jetzt nochmal das Loch an, das wir da mittlerweile gegraben hatten. Hat auf jeden Fall eine ordentliche Tiefe. Oh, guck mal, so tief sind wir da drin gesteckt. Well, yeah. So, wir haben es rausgeschafft. Das haben wir übergelassen. Ja. Also es ist so fast knietief. Also wir waren ordentlich drin. Hier sieht man auch schön, wo wir tatsächlich aufgesetzt haben. So, als kleines Dankeschön pack jetzt einen Kuchen. Because we're cakes and roads. Irgendwie muss man sich ja bedanken. Und ich habe leider keine Bier mehr. Deswegen gibt's Kuchen. Und das war's auch schon mit dem Video für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.